1-0. Σήμερα εορτάζεται ο θάνατος της Παναγίας. Ο θάνατος της Τέτιδος δεν αναφέρεται, αφού ήταν θεά και είναι θεά. Από μία μίξα, είπε η καλόγρια, συγγνώμη που τα λέω αυτά, από μία μίξα του ανδρόγυνου γίνεται ένας ολόκληρος άνθρωπος. Αυτό δεν είναι θάνατο. Αλλά τα σώματα είναι σώμα. Ich gehe. Leg wohl. Tschüss. Tschüss. Ich kann dich nicht einfach allein lassen. Aber du musst auch etwas tun. Ich habe doch gesagt, ich habe Angst. Verstehst du das nicht? Wovor hast du Angst? Jetzt rede endlich. Nenn mir einen konkreten Grund. An die Vergangenheit erinnern wir uns nur, sie ist vorbei, weg. Sie ist jetzt nur noch ein Bündel von Erinnerungen, mehr nicht. Mehr nicht? Nee, mehr nicht. Nach eingehender Analyse gibt es nur die Gegenwart. Und noch einmal. Zusammen. In einer 17-stündigen Krisensitzung des Hohen Athener Rates entstand ein Konzept, das bis heute als Grundlage menschlichen Zusammenlebens gilt und dabei die griechische Zivilisation begründet, groß gemacht und letztendlich zerstört hat. Der Wettbewerb. Er wies sich für die Bildhauerei als weitgehend nutzlos, ging man dazu über, massenhaft 5 Standardmodelle zu produzieren. Jeder Athener konnte sich dann das Modell aussuchen, das ihm am ähnlichsten sah, und für einen kleinen Aufpreis gab es individuelle Anpassungen nach Absprache. Das löste einen neuen Trend aus, denn wer Bart trug und dadurch seine Physiognomie weitgehend verdeckte, fand leichter ein passendes Standardmodell. Maßgeschneiderte Büsten waren die absolute Ausnahme, wurden nur in wenigen Manufakturen angeboten und kosteten ein Vermögen. Dann kam der Herbst. Und mit dem Herbst kam der erste Regen und mit dem ersten Regen kam der Hirtenjunge Komnenos aus den Bergen bei Arta, um Bestellungen für seinen Vater entgegenzunehmen, der dort einen Fläscherei-Großbetrieb führte. Auf dem Weg zur Athena Agora lief Komnenos just in dem Moment neben einem älteren Mann, als dieser ausrutschte. Wer hat da Zeit für Gegenwart? Allein der Marmor blieb als Zeuge vergangener Größe. Dort das Marmordekret ging verloren und somit auch das Wissen und den richtigen Umgang damit. Dankeschön. Die Dinge haben sich beruhigt. Mit der Zeit verblich das Bild des heldenhaften Kindes. Wer war er denn eigentlich? Ein Kind, das alle darauf hingewiesen hat, wie untertänig wir bis dahin alle ausnahmslos gewesen waren. Es verbreitete sich das Gerücht, das Kind wäre übermütig, böswillig und oberflächlich und achtlos. Natürlich war der Kaiser nackt, hieß es jedoch immer wieder. Bis jemand, der später in seiner Zunft viele Auszeichnungen und Preise gewonnen hatte, eines Abends in einer Kneipe sagte: Ich kann mich allerdings gut daran erinnern, dass er Socken am hatte. Thank you.
wollte ich in zweifachen Wert für ihn schnell hinein. Vorher habe ich den geeigneten Umschlag ausgewählt. Ich bastle diese Umschläge. Ich schneide Seiten mit Fotografien aus alten Reiseführern, Enzyklopädienalben und knicke sie mit einer speziellen Faltmaschine. Jeder Umschlag gleicht einem altmodischen Bild oder besser einem Bildausschnitt, der auf einmal eine nicht vorhersehbare Bedeutung angenommen hat. Ich ordne die Umschläge in Supertons, nach Gruppen und in alphabetischer Reihenfolge. Archetypisch, blasphemisch, christlich, dämonisch, ewig. In den Regalen meines Speichers müsste es mehr als 100 solche Kartons geben. Ich schreibe pausenlos an alles, was mich erschüttert, lebendig oder tot. Ich schreibe, denn wenn ich es nicht täte, wäre ich nur ein leeres Blatt Papier, eine Reihe von Fragen, die nicht gestellt wurde, eine Reihe von Antworten, die nicht gegeben wurden. Deshalb dürfen mir die Umschläge nie ausgehen. Ich weiß, wenn ich so weitermache, wird meine Schublade überquellen, das Zimmer wird sich mit Papier füllen, das Haus wird überschwemmt. Eines frühen Morgens wird man meinen vertrockneten Körper unter tausenden nicht zugestellten Briefen hervorziehen, tausenden Bildchen, wie die Teile eines gigantischen Puzzles. Man wird mir die Finger auseinanderbiegen, damit sie den letzten Versuch freigeben, eine unvollendete Liste mit anreden, mein teurer Frühling, terra incognita, mein heimlicher Ganges, vielleicht... Nein, gewiss könnten Sie diese Teile zusammenfügen, damit daraus ein Sinn entsteht. Sie könnten Ihre Wörter auf meinem weißen Körper schreiben, aber Sie werden nicht dabei sein, um es zu tun. Der Altersunterschied zwischen uns, ich muss ihn beibehalten, sonst wäre es nicht glaubhaft. Παγιδευμένη στο πριν και το μετά, ρίχνουμε κλεφτές ματιές στο καθρέφτη. Το πρόσωπό μας εκεί σκληρό. Ήδη σημαδεμένο, μπροστά ο δρόμος, το άσπυλο πρόσωπο της νιώτης. Εδώ, μαζί, στο ίδιο σώμα. Δεν έφυγε, δεν είναι δρόμος που παίρνεις, ούτε κουβάρι που ξετυλίγεται μέχρι το τέλος, αλίμον όχι. Είναι κοχύλι που χτίζεται εσωτερικά, χωρίς να βλέπεις την έξοδο. Χωρίς να βρίσκεις την κατεύθυνση. Μια άγνωστη πρόθεση. Να βρίσκεις τρόπο να περνάς ακόμα και από μια κουτότρυπα. Όχι να προχωράς. Αλλά να συμβαίνεις. Δεν κρατιέται, εννοείται. Με διασχίζει όμως κανονικά. Κάποτε μια ζύμωση υπόγεια συμβαίνει. Μια πάυση στην καρδιά της κίνησης. Wieder gibt es Fäden, die keiner verantworten kann, geheime Pläne für scheinbare Ordnung. Mann, dass daraufhin mein ganzer leiblicher Korpus krampft, denn es beginnt immer mit eisigen Forderungen, dann werden die Rufe unterlegt mit pfeifendem Orgeldampf. Boah, und dann zieht sich dein und mein Sorgenkranz zusammen aus Alltag und Kalter. Gesellschaft, die Gewalt in der Weltschaft, die geballte Zerstörkraft von Wörtern, die hört man nun öfter, auch öffentlich und hoffentlich wird's offensichtlich nicht optimistisch und opportunistisch und ob du dich das dann auch noch traust zu herausposaunen, wenn deine Nachbarn den gleichen Dachschaden irgendwann haben und dann fragen wir uns, wie kommt's, so Gewalt kommt, gehört, kniet, Jetzt mal ehrlich. Hat's jemand gemerkt? Ansonsten erkläre ich's. Hände. Hallo. Hi, ich. Ja. Komme langsam mal näher oder protestiert? Quatsch. So taumelten und verwandelten wir XY zu Bruder und Schwester durch rudern Gewässer von Trubel und Stress oder Ruhe und Lässigkeit. Immer gut zu wissen, du bist nur ein Anruf weit. Ja. Hi. Ja, also ich frage mich gerade, ob man die Geste fürs Telefonieren demnächst vielleicht besser mal reformiert, also keine zwei abgespreizten Finger, sondern die ganze Handfläche klingelt, denn ich warne davor, jüngere Menschen werden irgendwann denken, ich halte mir eine Banane ans Ohr. Oder? Nö. Aber schön, dich zu hören.
Zeit, als du tanztest. Ein wenig wieder bin ich immer, aber so wach. Deine Hände warm in meinem Rücken. So wach für das Wesen. Und uns. Erinnerst du dich? Ja, Gerasimos Beckers und seine Übersetzerin ins Griechische, Mariana Tsatsou. Du bist doch ein Grieche, lieber Gerasimos, Teil von Sin Energy Berlin Athens. Warum schreibst du denn nicht auf Griechisch oder warum übersetzt du dich denn nicht selbst? Also ich schreibe auch auf Griechisch. Ich finde es nur extrem schwierig, meine eigene deutsche Arbeit ins Griechische zu übersetzen, weil das würde mich, glaube ich, irgendwie das Fünffache an Zeit kosten und ich würde alles umschreiben wollen und das wäre eine Katastrophe. Und ich finde, Mariana macht das sehr gut und von daher, also viel besser, als ich das machen könnte. Und daher habe ich das Glück sozusagen, dass ich auf sie zurückgreifen kann. Ja, ich glaube, du müsstest ein neues Buch schreiben oder das Buch ganz anders schreiben, wenn du es auf Griechisch schreiben wolltest. Mariana, du bist noch gar nicht so lange hier in Berlin und erzähl mal, wie du hierher gekommen bist und wie du Gerasimos auch kennengelernt hast. Alles ist über Diablog eigentlich. Also ich war bei dir wegen eines Erasmus-Programmes und dann haben wir mit Gerasimos zusammen kennengelernt. Und wir kommen beide aus der gleichen Stadt, Preveza. Also ihr beide kommt aus Preveza, das wusste ich, das ist ja völlig sensationell. Also bitte schön hier, die Lokalpatrioten haben... Ich bin in erster Linie als Vertreter Prevezas hier auf diesem Panel. Ja, ich bin da ein bisschen lokalpatriotisch unterwegs heute. I would like to add that I was feeling very comfortable with Dirk's translating my work, even if we didn't know each other by close, it's now that we met. Before we had only an internet. A long story yes, of online dating. Yeah. And that's our, I think for me, it's the chance of today that you can meet like that and then meet really in person. But I was feeling from the beginning extremely confident because I understood from Dirk that he knows very well ancient Greek and ancient Greek poetry also. And because my poetry is playing on things in that exist in ancient Greek poetry, that perhaps a modern audience sometimes cannot understand, I think he was fully inside what I did, even if we didn't meet each other. So it was really a synergy from the past to the present, and really a meeting that was good for both of us. And the starting point of new corporations. And so Sin Energy, yes, so Sin. We can add that we are really grateful to you and Diablog and the Lettrétage for giving us this opportunity. Thank you. You confirm my impression that Sin Energy Berlin Athens did the right choices. Yes. Thank you. Thank you very much. Ο πατέρας μου την παρήγγειλε. Θέλει να τη δωρήσει τους ανθρώπους. Ένα δώρο το οποίο θα το αγκαλιάσουν όλοι με χαρά, είπε. Αλλά θα φέρει το κακό. Έκλειψαν τη φωτιά. Πρέπει να το πληρώσουν κάπως. Die Maschine solle schön sein. Zur Ruhe kommen. Einen Augenblick bleiben Sie auf mir. Erkennt sie mich? Epimetheus schüttelt meinem Vater die Hand. Und jetzt? Mir wird übel. Wo bleibt mein Atem? Ich zittere wie ein Kranker. Epimetheus führt Pandora in sein Haus. Sie senkt den Kopf, sie hebt den Blick, Blitze. Der Sichelmond, die Grübchen, die Fältchen. Sie geht mit ihm, sie kreist ihre Kreise. Mir wird schwarz. Silence, wheel in my head.
beloved automaton! What has he done? Wasn't he gentle? This is how it looks like. But we it's were 10 euros. In the 2 or 3 poems other than that. So, transhumans. Hirngespinst. Die Lexis είναι σημάδια στα βουνά. Die Wörter sind Zeichen in den Bergen. Τα βουνά δεν λέγονται. Die Berge nennt man nicht. Τα λόγια είναι ίχνη πλεγμένα. Die Worte sind geflochten in Spuren. Τα λόγια είναι κλαδιά. Die Worte sind Zweige. Ο τόπος αστράφτει μέσα στο χρόνο. Der Ort blitzt auf inmitten der Zeit. Ο χρόνος δεν υπάρχει. Die Zeit existiert nicht. Ο χρόνος γυρίζει. Die Zeit kehrt zurück. Ανεβαίνω και κατεβαίνω τη γραμμή σου χρόνο. Zeit, ich gehe deine Linie hinauf und hinab. Στην πλάτη μου τίποτα δεν κουβαλώ. Auf meinem Rücken trage ich nichts. Ράβω, ξυλώνω, χαρά με λύπη. Ich nähe zusammen, ich trenne auf, Freude mit Trauer. Στην πλάτη κουβαλώ την κάθε μέρα. Auf meinem Rücken trage ich jeden Tag. Όπως είναι φυσικό, όλοι οι θρύλοι επαληθεύονται στο τέλος. Η μορφή της μορφής της ζωής δεν είναι μορφή. Υπέροχο πράγμα η γλώσσα. Χωρίς φεγγάρι, χωρίς άστρα. Κενός ουρανός, αλύτρωτος, θολός και λερωμένος. Μια παύση στην καρδιά της κίνησης. Όπως σε μια ερυπωμένη αυλή που μπαινοβγαίνει χελιδόνια, ένας τόπος γνωστός ως αιωνιότητα. Την επιθυμία να περιγράψεις μια χώρα όπως ένα όνειρο, τελειωμένο και άπειρο, χωρίς πλοκή. Από το βλέμμα και το κάλεσμα. Από τον κάματο της ζέστης σταμάτησαν οι ομιλίες. Όπου δεν απευθύνει, δεν ρωτά. Αστρικός κόκκος που ακόμα πάλεται σε διαρκή κοσμογονία, ψευδής, λοξός, αφανής. Walzer, mit mir selbst sinke dann, atemlos zu Boden, Rücken an Rücken mit der rostigen Wand. An anderen jedoch marschiere ich müde an, gegen die Wände meiner Mutlosigkeit. Die Wangen mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinfeger bin ich nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter, aber Jäger bin ich nicht. Ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin bin ich nicht. Du weißt es nicht. Ich bin all jene und noch mehr. Da sind so viele in uns und alle jene wollen sein. Im Vielklang aller Melodien erst sind wir vollständig und mit uns eins. Auf dem Foto schon drin. Du zeigst das Titelbild der Zeitung mit einem Fragenbetrieb. Sag, was machen Soldaten mit dem Mann? Ist das Krieg? Und mit zwei Fingern das Bild direkt in die Wunde.
das Brein, nein. Was sind das für feige Hunde? Ich gehe da jetzt hin. Und dann sind wir schon zwei. In der Ninja-Turtle weg. Mach dann drei. Drei. Oft hat man das Gefühl, dass die Literatin einfach zustande gekommen, dass wir das erste Mal Texte von Jasper bekamen. Έχουμε τον Γιάννη Πασκόζο μαζί μας στο Synergy Berlin Athens και ήθελα να τον ρωτήσω, επειδή μόλις είχαμε μια πολύ ζωηρή συζήτηση για poetry politics, για το λογοτεχνικό ποιητικό underground και αυτό που λέμε συνήθως mainstream. Πού θα έλεγες, τι θα έλεγες για το ηλεκτρονικό περιοδικό που εκδίδεις εσύ, ο Αναγνώστης, πώς μπορείτε κι εσείς να παντρέψετε κατά κάποιο τρόπο αυτά τα δύο κοινά ή είναι εντελώς διαφορετικά κοινά? Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Είναι τιμή για το περιοδικό μας, το ότι μας έχετε καλέσει. Ο Αναγνώστης δεν είναι λογοτεχνικό περιοδικό με την έννοια ότι έχει μια άποψη λογοτεχνική όπως είναι το φάρμακο, το τεφλόν, το δέντρο και όλα τα άλλα περιοδικά. Είναι πιο πολύ ένα περιοδικό που παρουσιάζει βιβλία. Οπότε είμαστε ανοιχτοί στους πάντες. Τώρα, έχουμε μια προσπάθεια να τα παντρέψουμε, γιατί έχουμε εδώ και χρόνια το θεσμό των λογοτεχνικών βραβείων, στο οποίο σε μεγάλο βαθμό παρουσιάζουμε και βραβεύουμε τους πρωτοεμφανιζόμενους και στην ποιήση και στην πεζογραφία. Και μπορώ να σου πω ότι οι βραβευμένοι ή αυτοί που μπαίνουν στις λίστες των πρωτοεμφανιζόμενων κάνουν και το μεγαλύτερο γκέλ, δηλαδή είναι αυτούς που πιο πολύ προσέχει ο κόσμος. Οπότε με αυτή την έννοια εμείς δεν έχουμε κάποιο διαχωρισμό, γιατί σε αυτές τις λίστες μπαίνουν και ποιητές underground και mainstream και ιδιόμορφοι και οτιδήποτε άλλο. Ναι, νομίζω αυτό είναι καλό που και εμείς τώρα με το Synergy Berlin Athens θέλουμε να γεφυρώσουμε όχι μόνο τους δύο γλωσσικούς χώρους, αλλά και τους χώρους ανάμεσα στο καθόλου εμπορικό, με το λίγο εμπορικό και όχι με το πάρα πολύ εμπορικό, αλλά κάπως να δώσουμε όλο το εύρος και όλο το φάσμα της λογοτεχνικής παραγωγής και στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μέρος αυτού του συνεδρίου. Και εγώ σε ευχαριστώ, γιατί ήταν μέχρι τώρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θα προσπαθήσω να τις μεταφέρω και στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Zu ihrer ganz tollen Anthologie, die sie herausgebracht hat, gerade eben im Verlag Romiosini, Edition Romiosini, mit ganz neuer Lyrik aus Griechenland. Willst du uns noch ganz kurz was darüber erzählen? Ja, danke Michaela Prinziger, danke auch für die Einladung zu dieser sehr interessanten Veranstaltung. Die Anthologie heißt Dichtung mit Biss und beinhaltet Lyrik aus dem 21. Jahrhundert, also die Grenze, das ist ungefähr das Millennium. Das ist aber ein reiner Zufall, also es geht nicht um dieses symbolische Datum, sondern es geht auch nicht unbedingt um Generationen, also das ist nicht unbedingt eine neue Generation. In der Anthologie gibt es sind vertreten über 50 Dichter und über 100 Gedichte aus Lyriken, die zwischen den 25. und den 55. Lebensjahr sind. Wichtig war, dass es sich um eine neue Lyrik handelt, also um eine Lyrik, über die man sagen könnte, dass sie stark innovativ ist und dass sie sozusagen in der Kontinuität, aber doch einen Traditionsbruch begangen hat. Mit deinem Buch Mythologie hast du ja
viel Erfolg gehabt hast und auch mit deiner Zusammenarbeit mit der FAZ, mit Chrismon, mit Zeitungen und Zeitschriften. Da reißt man dir, habe ich so den Eindruck, die Texte förmlich aus der Hand. Und besonders diese Beziehung zur Mythologie und zum Altgriechischen hat doch viele Leute interessiert. Wie erklärst du dir das? Naja, so ein bisschen war das, man muss sich ja immer so Märkte erschließen. Und Altgriechisch ist natürlich erstmal so ein Lockmittel für die Bildungsbürger, also zu denen ich mich zwar, ich würde mich gerne zu denen zählen, ich fürchte, ich bin gar nicht gebildet genug, aber ich habe da durchaus große Sympathien zu Bildungsbürgern. Mein Ansatz war eigentlich, also dieses große Bedürfnis, was zu lernen, was die meisten Menschen haben, man sieht es ja am Erfolg von Sendungen wie Wer wird Millionär, zu nutzen, also um einfach mein eigenes Bedürfnis oder meine Begeisterung für altgriechische Begriffe, die ich halt besonders schön finde, zu teilen und zu hoffen, dass es vielleicht andere anspricht, wenn ich da auf eine Art drüber schreibe, die eben von mir kommt, also eher etwas humorvoll. Ja, zu der Frage jetzt noch, ob es überhaupt Ratschläge gibt, wie man oder was man schreiben soll oder darf oder muss. Offensichtlich gibt es keine Position, von der aus man unserer Dichterin Ratschläge erteilen darf. Hier im Problemkindergarten sehen die Kinder auf dem Bildschirm, wie das Leben hinter ihrem Rücken aussieht. Hier im Problemkindergarten haben wir Angst vor der Liebe und lieben die Angst. Wir im Problemkindergarten dürfen uns schuldig und machtlos fühlen und dabei Computerspiele spielen. Hier im Problemkindergarten spielen wir oft Gott und machen dabei alles kaputt. Hier im Problemkindergarten spielen wir sehr gerne mit ferngesteuerten Panzern. Hier im Problemkindergarten wächst die Wiese auf der Tastatur. Marschgeister aller Schamregister, Halbgötter auf Rädern, Nachtgestalten, die ihr spielen wollt, lieben und schauen. Dem Trost der Arbeit, dem Mammon, gebt alles, schenkt den Dämonen eure ganze Kraft, die volle Lebenszeit, die nicht länger euch gehören soll. Verdunkelt die Himmel mit brausendem Staub, es ist doch nur die Luft, die ihr atmet. Vergiftet den Boden, von dem ihr euch nährt. Das Gift, das euch nicht umbringt, hält euch fit. Empfangt die höchsten Weihen aus dem elektronischen Gespinst, das euer Gewebe durchkämmt, damit ihr nie wieder glauben müsst, ihr werdet verloren und klein. Tretet nach unten, huldigt den Damen und Herren, denen ihr gebt. So seid ihr selig, versprochen. Das ist Tachyphagie, hastiges Essen. Hier muss ich es eigentlich nicht auflösen, aber vielleicht so als Erinnerung. Tachys, schnell, und Phagein, Essen. Alle Krankheiten, die es gibt, kommen entweder davon, dass wir, seit der Mensch aufrecht geht, mit der Ferse auftreten und nicht mehr mit dem Ballen, oder aber davon, dass wir nicht lange genug kauen. Η Γερμανία, τι όμορφη που είναι, 100 φορές και πανταχού παρούσα. Η Γερμανία είναι όμορφη και πόσο όμορφα, όμορφη είναι η Γερμανία. Είμαι 100 φορές ερωτευμένος με τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι πολύ όμορφη. Αυτό μαθαίνουμε 100 φορές, ότι η Γερμανία είναι πραγματικά όμορφη. Και αυτό είναι το όμορφο με τη Γερμανία, ότι οι Γερμανοί μαθητές πρέπει να μαθαίνουν όμορφα 100 φορές πόσο όμορφη και πανταχού παρούσα είναι η Γερμανία, ώστε να μην το ξεχάσουν ποτέ. Τι όμορφη που είμαι και πανταχού παρούσα. Ο ήλιος,
Και για να μην ξεχάσουν ποτέ πόσο όμορφη είναι η Γερμανία, οι Γερμανοί μαθητές πρέπει να το γράψουν όμορφα 100 φορές. 100 φορές. Η Γερμανία είναι όμορφη. Τι όμορφη που είναι. Η Γερμανία είναι τόσο όμορφη που οι μαθητές πρέπει να το γράψουν όμορφα. Πρέπει να γράψουν «Η Γερμανία ξεκινά όμορφα και όμορφα σταματά η Γερμανία». Τι ο εκκλησιακός χώρος πάγωσε και έγινε μπάζα από βομβαρδισμούς, από τα οποία γεννήθηκαν κεφαλόποδα. Μια τρύπα στην αυτοκρατορία. Ένας λεκές στη λογική. Ακολουθώντας μια μακρά παράδοση. Τι μπαίνει πια να περιμένει. With a challenging process, also because it talks about things that we already know about. In our tea ceremony, we have to imagine this garden path. All around you are evergreen trees, bushes and plants, vibrating tranquility and peace. As you walk through this beautiful garden, you leave all your daily burdens and worries behind, one by one. Now open your eyes. Of your garden. Every step we take in this world leaves a mark, and what we see unfold during the performance is a direct result of our connection with it and with each other. Throughout the performance, there are several repeating patterns of stage actions. The tea host preparing tea and her guided meditations, which will continuously repeat. An audience questionnaire, which will also be repeated, slowly growing in intensity, as well as interactive elements in which members of the audience are invited onto stage to help make magic happen. Dilemma herauszukommen, habe ich hier in dem Geiser-Album einfach die Gedichte mit Fußnoten versehen und in den Fußnoten ist dann die Prosa. Aber die Prosa werde ich jetzt nicht vortragen, sondern nur ein Stück. Der Kaiser ist keine eigene Spezies. Der Kaiser ist menschlich wie du und ich, nur dass er ein wenig mehr reist und dass er das ungern allein tut. Die Begleiter des Kaisers kommen unterwegs schon manchmal zu Tode. Das tut dem Kaiser dann unheimlich leid. Der Kaiserbegleiter kann ja nicht einfach so verscharrt werden, Blume drauf, fertig. Ito mikron to patrikon tu zoma. Ito mikron to patrikon tu asti. Και όλη του υφάκη το μικρά. Του Τηλεμάχου ιστοργή η πίστη τη Πινελόπη, του πατρό το γύρα, η παλαιή του φίλη, του λαού του αφοσιωμένου η αγάπη, η ευτυχή ανάπαυση του οίκου, εισήλθον ω ακτίνε τη χαρά στην καρδία του θαλασσοπόρου. Και ω Aktines Edison. Und so wie Strahlen vergingen sie auch. Durst nach Meer erwachte in ihm, er hasste den Wind vom Festland her, seinen Schlaf in der Nacht störten die Gespenster des Abendlandes. Fernweh überkam ihn. Die Numas Melondos proskini.
το νουν σου ύψου προς τον Κύριον. Προς σου τον απεράντων ύπνων η στενοτάτη κλίνη, κείται υπό το έλεος του Ιησού. Η προσφυλής θρησκεία μας τα μνήματα, τον θάνατο ημών σε μνήνη, των εθνικών τα δώρα και τα θύματα, και τα σπομπάς δεν αγαπά εκείνη. Χωρίς ανόητα να θύματα, χρυσού, των απεράντων ύπνων, η στενοτάτη κλίνη, κείται υπό το έλεος του Ιησού. Σπίτι με κήπον. Ήθελα να έχω ένα σπίτι εξοχικό με έναν πολύ μεγάλο κήπο. Όχι τόσο για τα λουλούδια, για τα δέντρα και τις πρασινάδες, βέβαια να βρίσκονται κι αυτά, είναι ευμορφότατα, αλλά για να έχω ζώα. Α, να έχω ζώα. Τουλάχιστον 7 γάτες, οι 2 κατάμαυρες και 2 σαν χιόνι κάτασπρες για την αντίθεση. Έναν σπουδαίο παπαγάλο να τον αγρικό, να λέγει πράγματα με έμφαση και πεποίθηση. Από σκυλιά πιστεύω 3 θα με έφταναν. Θα ήθελα και 2 άλογα, καλά είναι τα λογάκια. Και ξάπαντος 3-4 από τα αξιόλογα, τα συμπαθητικά εκείνα ζώα τα γαϊδούρια, να κάθονται οκνά, να χαίρονται οι κεφαλές των. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsgedicht von Cavafis. Ich weiß nicht warum, aber ich glaub es zu wissen. Haus mit Garten. Ich möchte ein Landhaus besitzen, mit einem sehr großen Garten, nicht unbedingt wegen der Blumen, der Bäume und wegen des Grüns. Dass es die gibt, natürlich, ist auch sehr schön. Aber ich will es, um Tiere zu halten. Ja, um Tiere zu halten, mindestens 7 Katzen. 2 davon ganz schwarz und 2 so weiß wie Schnee um des Gegensatzes willen. Einen mächtigen Papagei in Dinge sagen zu hören mit Betonung und äußerst überzeugend. Was Hunde betrifft, 3 würden genügen, glaube ich. Ich möchte auch 3 Pferde, gut sind die Pferdchen. Und unbedingt 3 oder 4 von jenen sagenhaft sympathischen Tieren, den Eseln, die träge da lägen und froh ihre riesigen Köpfe wiegen. Στην άλλη γωνιά, οι 3 γερασμένες αδελφές, στην ξύλινη παράγκα τους. Καλοσυνάτα προσφέρουν φόνους, δηλητήρια, πολέμους στην ευγενή πελατεία τους. Ωραίος καιρός σήμερα. Άστεγοι που τρώνε σκυλοτροφή, ιδιοκτήτες που ασφικτιούν σε βίλες ανάμεσα σε μορφές ταναγραίων και άλλων υπάρξεων και ακριβείς την ώρα τους με το που βγαίνει ο ήλιος χάνονται σε τράπεζες αλόκοτοι όπως τα μαμούθ με τους σγουρούς χαβλιόδοντες ή τα αλογάκια της Παναγίας. Δεν με ενοχλούν. Αρέσει και σε μένα να ψωνίζω από τις μοίρες. Kiosk. An der nächsten Ecke die 3 ältlichen Schwestern in ihrer Bretterbude. Zutraulich bieten sie Mord, Gift, Krieg einer netten Kundschaft zum Frühstück an. Schönes Wetter heute. Penner, die Hundekuchen essen, Besitzer erstickend in Villen unter Tanagra-Figuren und anderen Lebewesen, die pünktlich beim Aufgang der Sonne in Banden verschwinden. Bizarr wie das Mammut mit seinen geringelten Stoßzähnen und die Gottesanbeterin. Sie stören mich nicht, aber ich kaufe gern bei den Parzen ein. Mir ist schon länger, als wären wir nicht allein, sondern jemand hinter der Kamera würde uns unermüdlich zuwinken. Wie aber kann ich ihm antworten? Krematokamera ist in Kriti. Στον τοίχο ζωγραφιές, αρχαία μοτίβα. Στο πάτωμα κάτι πηχτό. Μπαίνουμε και απορούμε, άραγε πόσο να αντέχει ένας εντόνι.
Άρωμα ναφθαλίνης και η απλή επιθυμία να με αλείψει σε παρακαλώ με λάδι. Στενάζει το ξύλο της ελιάς, σημάδι πως τα κορμιά μας υπερσιτίζονται στις χώρες του βορρά. Der Süden, Norddeutschland. Wir sind unterwegs in den Süden. Wir suchen ihn. Wir sitzen auf einer Dachterrasse. Wir essen Mango. Wir wünschen uns Eis, Erdbeer und Schokolade. Wir hängen wie reife Quitten. Wir lesen die Süddeutsche Zeitung. Heimlich verehren wir Amundsen und Scott. Wir lassen Pinguine durchs Wasser gleiten. Wir kommen an Land als Schildkröten und Ölteppiche. Wir laufen über rote Erde. Wir haben Sand in den Ohren. Wir verbrennen unsere Haut. Der Kopf läuft heiß vor Engstirnigkeit. Zitronenpulpe läuft über unsere Knöchel. Das, was wir noch immer Süden nennen und was hinterm Bahnhof beginnt. Südniedersachsen. Schattentiere, die uns folgen. Wir spucken Datteln, et c'est joli. Ratten, die Dialekt sprechen und so weich sind, dass wir sie uns umhängen. Wir legen Rosmarin auf die Stufen und lieben uns unerwartet. Ein Sträßchen zwischen dem Museum und dem Polytechnikum, sagte der Meister. Mancher bewunderte nun dieses Graffito, dieses grau-schwarze, ja, das grau-weiße Graffito. Das der Geschichte, der Kunst und der Legalität. Ob Sie vielleicht dieses Graffito bewundert haben, wie Sie nach Griechenland gekommen sind, um mir zuzuhören, ja, um mich kennenzulernen. Auch wenn wir hier einander gegenüberstehen, wie unbekannte und um genau zu sein, mittelmäßige Menschen. Ja, zwei simple Mittelmäßigkeiten, sagte der Meister. Wie alle Dinge in Griechenland, sagte der Meister. Griechenland ist der Zerspiegel in dem Gesicht. Weil wir immer während eine Grimasse schneiden, wie der Mann mit dem Lachen. Lonkiri, sagte der Meister. Aber das ist nicht unser Thema, sagte der Meister. Όπως και τις μνήμες που κουβαλούν στις τσάντες τους. Το τρένο σταματά, σηκώνονται, διορθώνουν τα φτερά τους, έτοιμες να αποβιβαστούν και να πετάξουν. Χειμώνας στο Τρόδος. Τα βουνά απλώνουν τα χέρια και με καλούν. Χιονίζει στο Τρόδος. Το νησί είναι εχμάλωτο, μες στην ομίχλη και τη βροχή, περικυκλωμένο από μνήμες. Το δωμάτιο κοίταζε στον κήπο. Το άγαλμα της Παναγίας χαμήλωσε το βλέμμα στον τάφο με τα λευκά τριαντάφυλλα. Σκοτίνιασε κιόλας. Η πόλη ταλαντεύεται σε αυτό που φαντάζει και σε αυτό που υπονοεί. Άναψα τσιγάρο. Κι έφυγε σαν αστέρι έπεσε η ανάμνηση. Σε ένα μαύρο ποτάμι, να βουλιάζουμε καθώς αγκαλιαζόμαστε, ο λαιμός να γλιστρά σαν χέλι και το σώμα να τεινάσεται σαν πίδακας. Εραλδική αγωνία. Βραχνή βροχή, ο ορίζοντας και εσύ. Absatzende Prana, the German word for dream. Das Trauma einer Scheunkraft, Mutter, Rahmenhandlung von Bäumen der Allee, wie schön die Wut in allem wohnt, sitzt Drollerie an Drollerie, wie sich zusammenkraut und wann. Viel Aufenthalt am Unterschied schlägt's, Augen auf wie Eierschalen, anders Wäldern scheitern hier am Absatz zur Verwaltung, Flure zu den Fluren, wo Luft ansteht, lernt, wie all die Türen durchzublättern, auf ein Bedürfnis hin, Papiere, komm, wir schneiden. Und da wird jemand sichtbar hinter der Tür mit einem Auftrag, jemand, der nicht dahinter gekommen ist. Jemand, der es durchgeben soll, wenn es so ist. Oder dass ich selbst im Erschöpfungsschlaf eine Rede über meinen Kopf hinweg oder möglicherweise ein Apparatur-Echo-Effekt aus früheren Aufzeichnungen oder eine Gehirnbindung messt durch und kombiniert etwas mit etwas.